Unsere Weltreisenden aus Kesternich segeln gerade buchstäblich in die Vergangenheit. Denn auf dem Weg in die Südsee muss man täglich die Uhr zurückstellen. Jetzt sind es schon 11 Stunden. Und dazu wieder 5 Tage auf See. Da braucht es Abwechslung, wie Fußballspielen. Oder zum Beispiel 170 Kilogramm Thunfisch beim Poolbrunch. Gestiftet im Tausch gegen andere Lebensmittel von den Pitcairn-Inselbewohnern. Die sind übrigens Nachfahren der Seeleute, die bei der Meuterei auf der Bounty mit dabei waren. Die Pitcairns sind auch die nächsten Nachbarn der Osterinseln, läppische 2000 Kilometer entfernt. Und dann haben die Vögels endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Und zur Begrüßung gibt es echte Südseeklänge. Anlegeort ist Papeete, die Hauptstadt von Französisch-Polynesien. Hier leben rund 27.000 Menschen auf der bekannten Insel Tahiti. Und die wiederum gehört zu den sogenannten Gesellschaftsinseln. Gerade ist übrigens Monsunzeit, also gefühlt wie Eifel in den Tropen. Ziemlich viel Regen, aber schön warm. Und Wasserfälle gehören auf Tahiti zu den besonderen Attraktionen. Tahiti hat vulkanischen Ursprung und ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Auch am Strand Lavafelsen und feinkörniger schwarzer Lavasand. Also insgesamt noch eine Verbindung zur Eifel. Wettermäßig gesehen, aber das ändert sich schlagartig beim nächsten Stopp. Aber erstmal ist für Tanja, Pitt, Romy, Paul und Anton wieder Tendern angesagt. Inselhopping nach Moorea mit echtem Südseeprogramm. Wir sind auf dem Weg nach Moorea. Liebe Grüße in die Eifel. Ja, wir sind gerade beim Tendern. Ich habe heute einen super Platz mit einer Luke, die offen ist. Hier sind wir die Tenderboote. Es sind wohl einige schon unterwegs. Das ist wahrscheinlich ein Tenderboot, was leer zurückkommt. Ja, zumindest sind viele Leute drin. Ja, wir machen uns heute einen schönen Tag auf einem Katamaran mit Schnorcheln und Kochschule und allem drum und dran. Von dem her, wir sind schon sehr gespannt. Wetter verspricht heute sehr viel. Wir hoffen mal, es bleibt so. Aber es kann hier auch sehr schnell umschlagen. Haben uns die letzten Tage gezeigt. So, in diesem Sinne, liebe Grüße. Ciao. Moorea gilt als schönste Insel Polynesiens und hat verschiedene Bezeichnungen wie Aimeo oder Aimeo, Santo Domingo und York Island. Auf 133 Quadratkilometern Fläche leben rund 16.900 Einwohner und ein paar davon begrüßen unsere Eifler mit Südseeklängen. Dann geht's los mit dem Besuchsprogramm. Zurück aufs Wasser mit dem Katamaran. Alle freuen sich aufs Schnorcheln im glasklaren, warmen Südseewasser. Ja, das sind echte Postkartenmotive, die uns Familie Fückel aus der Südsee sendet. Und als i-Tüpfelchen obendrauf schaut auch noch ein Rochen vorbei. Für den schnellen Hunger zwischendurch braucht man nicht weit zu laufen. Direkt am Strand gibt's frischen Thunfisch, so wie auf Moorea, traditionell serviert in einer Kokosnussschale. Und mit den Fingern gegessen. Da fehlt nur noch eins. Ach ja, die Kopfbedeckung. Danke, Tani. Die Südsee ist jetzt komplett und es warten noch weitere Inseln auf die Kesternicher. Das aber in der nächsten Folge.